Hallo und willkommen zurück zu Heavy Rain und im Leben von Ethan. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Also, willst du mit ihm reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ja, das könnten wir machen. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Gut. Grace hat schon am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Was? Viel los? Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ja. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Das können wir machen. Und da setzt du dich hin. Gut. Dann setze ich mich hier hin. Hausaufgaben, juhu! Hast doch keine Probleme, Sean. Ja. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Schauen wir mal drüber. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Achso, boah, gut, dann saß halt im Dunkeln, ne? Sag mich um 6. Ach komm. Nein. Wir leben immer noch relativ gesund. Nur nicht mehr so luxuriös.
Beziehungsweise wir trinken nur am Wochenende, wenn der Sohn nicht da ist. Ein bisschen mal das Haus erkunden. Ein bisschen mal Strom verbrauchen. Ist auch gut. Oh. Zeitung. The Origami Killer Strikes Again. Origami Killer schlägt wieder so. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami Killer zurückweist. Sean niest. Er bekommt wahrscheinlich eine Erkältung. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Ich glaube, im Badezimmerschrank sind wir... Gut, dann geh hoch, Ethan. Ich wollte mir die Post nicht angucken. Post wird überbewertet. So ein bisschen Medizin für den kleinen Sean. Aber ist doch immer noch relativ nett, ne? Ich sag ja immer, desto kleiner, desto feiner, ne? Okay, man könnte neu tapezieren, ja, das könnte man machen. Nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Kein Problem. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Jetzt die Post nachgucken. Fotos. Fotos. Ein Brief. Wahrscheinlich eine Rechnung. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Okay. Regnet sehr stark heute. Man könnte sagen, es ist ein Heavy Rain. Oh. Sean, hast du Hunger? Dann zum Beispiel weitere schlimme Witze. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Oh ja. Schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Hab hier eine Pizza drin gesehen. Die geben wir ihnen. Achso, nein, 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 nicht zurückstellen. Ich habe die Pizza genommen, nur um sie wieder zurückzustellen, nur um sie dann wieder aufzunehmen. Ich bin kompliziert. Ja, schon kurz nach 7. Essen ist fertig. Könnte das nicht selber? Mein Gott. Ja, oh, du wirst das mal verstehen. Essen ist fertig. Also, ess ruhig mal, ich geh mal hier rein.
Und geh wieder raus, ne? Wieso nicht? Wir müssen überall im Haus Strom verbrauchen. Ja, was gibt's oben noch? Schauen Sie mal. Ach ja, das geht ja alles. So, relativ gut. Was hat er da? Oh! Oh, ja. Schon geht's ganz okay. Da hat keine Probleme, kein Trauma. Nein. Wie käme man dann da drauf, dass Sean ein Trauma davon hätte? Pff. Aber hey, wenigstens kann er gut zeichnen. Okay, nein, nicht in unser Sohn gleich schlafen gehen. Also, Ethan, deine Lebensverhältnisse sahen auch schon mal besser aus. Ja, dann mal. Hier rein. Ach, hier war... Ne, hier war nicht das Zimmer. Ah. Jetzt weiß ich, wieso Ethan in so einer Bruchbude lebt. Ja, Arbeit vernachlässigen ist nicht gut, ne? Hey, hört auf rumzuspringen! Ich kann euch gar nicht filmen! Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oh ja, Jason, sag mir, was du später werden willst. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuerwehrmann oder Astronaut? Ach, warte! Ich weiß! Ein Dinosaurierjäger! Ja! Was soll ich hier machen? Und hier ist die schönste Mutter der Welt. Oh, hör auf! Nicht filmen! Du weißt, ich mag das nicht. Hey, Dad! Film mich! Film mich! Ich zeig dir, wie schnell ich renne! Ja, bin auch da! Ich renne auch echt schnell! Ja, kein Wunder, dass er so depressiv drauf ist. Wenn du das jeden Tag machst, wundert mich das irgendwie nicht, Ethan. Ach komm, kümmere dich wieder um deinen Sohn. Dann wird schon. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wahrscheinlich Mitternacht. Er müsste schon längst im Bett sein. Erstmal gucken, wie viel Uhr ist es. Halb neun. Dann muss er ins Bett. Halbe Stunde länger gelassen, aber... Komm, es ist Zeit fürs Bett. Jetzt. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber nur eine halbe Stunde. Okay. Ich gehe nämlich noch ins Badezimmer rein. Oh, das ist nicht das Badezimmer, das ist das Depri-Zimmer. Das ist das Badezimmer. Ja. Gut, er lebt jetzt quasi alleine. Das lasse ich dann mal durchgehen.
Die Hände waschen natürlich. Wichtig. Immer machen. Sonst nichts mehr. Ah, gut, Sean, ne? Wir haben dich jetzt länger aufgelassen. Und ich schicke dich nur ins Bett, weil ich keine Interaktion mehr habe. Und auch nichts mehr erkunden kann, ne? Aber bevor wir Sean ins Bett bringen, beende ich die Folge. Und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Heavy Rain. Hoffentlich ist bei euch immer Sonnenschein. Mein Gott, ich werde immer schlechter.